Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Utes Unnützer Adventskalender. Ho, ho, ho. Habt ihr schon mal von dem Wetter- bzw. Temperaturphänomen Schafskälte gehört? Die Schafskälte ist der Zeitraum vom 4. bis 20. Juni. Und zwar ist so fast jedes Jahr gibt es in dieser Zeit nochmal einen Temperaturabfall, in dem es halt kälter und feuchter ist. Und ganz früher gab es da sogar frostige Sommernächte, aber in Zeiten der Klimaerwärmung, gibt es halt nicht mehr. Aber warum heißt das Schafskälte? Früher wurden zu der Zeit die Schafe geschoren oder die waren eben schon geschoren und wenn dann eben die Schafskälte kam, dann haben die kleinen süßen Wollwürste eben ziemlich doll gefroren. Das konnte in Zeiten, wo es noch wirklich kalt geworden ist, wirklich auch gefährlich werden und deswegen werden Schafe jetzt immer erst ab Mitte Juni geschoren, damit sowas nicht mehr passieren kann. Apropos Schafe. Wir haben doch in der Schule oder in den Nachrichten oder sonst wo alle mal vom Klonschaf Dolly gehört. Aber wieso heißt Klonschaf Dolly Dolly? Das kommt daher, da die Zelle, aus der das Schaf geklont wurde, aus einem Euter stammte. Und die US-amerikanische Country-Sängerin Dolly Parton ist ja unter anderem dafür bekannt, dass sie eine sehr große Oberweite hat. Und so wurde, ohne ihr Einverständnis, Dolly eben nach Dolly benannt. Glücklicherweise hat die Lady das mit Humor genommen. Ich hoffe, diese Information war neu für euch. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben.